Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Woche. Ich bin Alexander und wünsche schon mal allen eine frohe Weihnacht. Bevor es losgeht, hier ein wichtiger Hinweis für alle, die sich im Shimmer-Netzwerk aufhalten und seit Tagen oder Wochen eine Fehlermeldung bekommen. Ihr müsst das Netzwerk in der MetaMask aktualisieren. Snowman schreibt am 12.12., dass das Shimmer-EVM schon diesen Winter kommt. Und zwei Tage später kommt noch eine Meldung, und zwar, dass sie eine Partnerschaft mit Soon Labs starten. Letzte Folge hat TangleHub ihr IPFS vorgestellt und es gibt natürlich eine Demo, wo ihr das Ganze probieren könnt. Dafür müsst ihr nur auf demo.tanglehub.eu gehen und den Seed eingeben und schon bekommt ihr ein geheimnisvolles Dokument. Mittlerweile kursiert er natürlich schon im Netz, aber ihr sollt das System ja selbst versuchen, also ran an die Tastatur. Außerdem könnt ihr dort eure eigenen Seed generieren und einige Dateien hochladen zum Testen. Sincering veröffentlicht einen kleinen Beitrag auf Medium, wie man seine Daten monetarisieren kann. Hoffentlich kommt dann auch die erste Proof of Concept. Schließlich ist Sincering Gaia X ready. Accumulator, das DeFi-Projekt mit dem Eichhörnchen, ist dem Touchpoint-Programm beigetreten. Jetzt heißt es auch hier auf die Smart Contracts warten. Jetzt zu den neuesten Assembly-Zahlen. 582 Millionen ISMB wurden schon ausgezahlt und ihr habt noch rund 45 Tage Zeit, eure IOTAs noch in Firefly oder TangleHub zu staken. Die Gewinner der Moron Codes werden gebeten, sich zu melden und ihre Gewinne abzuholen. Danke. Ich glaube, Soon Labs weiß nicht, was Weihnachten und Feiertage ist. Die Leute arbeiten und arbeiten. Minted Vodka ist jetzt ein Partner und ist jetzt ein Service-Modul-Partner geworden. Damit steht dem Sooniverse eine Brücke für das Kaufen und Verkaufen von NFTs. Den kleinen Artikel könnt ihr in den Quellen finden. Am 20.12. haben sie noch einen Artikel rausgebracht, was sie selber als Builderverse passend betiteln. Ein wirklich guter Artikel mit vielen interessanten Einblicken auf die Plattform und die Vision. Last but not least, was Soon Labs angeht, ist ein neues Mitglied, New Solution Advisor Isaiah. Er ist für die strategischen Kooperationen und Zusammenarbeit zuständig. Am 17.12. gab es noch ein kleines Alpha-Geschenk der Wasp-Entwickler, die Alpha 040. Hier gibt es eine riesengroße Menge an Änderungen mit vielen EVM-Extras. Auch das Versenden von ERC-20-Token ist möglich. Man kann also als Entwickler die Feiertage nutzen. Es muss nach einigen Angaben aber mehr getestet werden, bevor es released wird. Und gerade eben ist die Alpha 2.040 erschienen. DancerDAO hat auf Twitter wieder einen aktuellen Graph mit der Shimmer-Aktivität geteilt. Der Graph spricht für sich, dass Shimmer mehr und mehr genutzt wird. Crypto Coin Show mit knapp 62.000 Abonnenten hat ein Interview mit Dominik Schiener geführt. Das Video geht knapp 18 Minuten und wurde fast 6.000 Mal angeguckt. Wer sich für Deeper Finance interessiert, kann nun ihrem Discord-Server beitreten und sich dort austauschen und nach Gleichgesinnten suchen. Außerdem haben sie am 21.12. erfolgreich die Prüfung durch HashX bestanden. 30K hat einen German Blockchain Report 2022 veröffentlicht und darunter befindet sich auf Seite 42 Philanco GmbH, die auf IOTA arbeiten. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team. Garrett Gin, der für BitForex und TangleHub verantwortlich ist, hat einen interessanten Tweet abgesetzt. Der Kanal ist zwar nicht für Spekulationen hier bekannt, aber hier kann ich es mir nicht verkneifen. In einer Woche werden sie etwas veröffentlichen und ich bin sehr gespannt. IOTA wird von EasyBit gelistet. Ob es sich hier aber um echte oder Wrapped IOTA handelt, ist noch nicht bekannt. Und am 22.12. hat TangleHub noch ein Update veröffentlicht, 1.5.0, welche das Zoomen bei den NFTs ermöglicht, das Polygon als Netzwerk hinzufügt und einige Bugfixes beinhaltet. Landex hat am 21.12. ein finanzielles Update getwittert. Diese haben nun entschieden, die eingesammelten Gelder durch den NFT-Verkauf jetzt bei 16 Dollar Cent zu verkaufen, um das Geschäft am Laufen zu halten. Kommen wir zu Themen, die die Community ein bisschen zerschlagen und für angespannte Nerven gesorgt hat. Es gibt ja immer wieder Leute, die sehen nur schwarz. Die IOTA Foundation verkauft beispielsweise Token. Die Adressen sind bekannt. Der Abgang ist in einigen Gruppen minütlich protokolliert. Mein Rat an alle, die das stört: Verkauft eure Tokens und lebt einfach glücklich. Ansonsten verlasse ich mich auf die Aussage, dass alles gesichert ist, und das sollten auch viele andere machen. Recherchieren und selber alles in Frage stellen ist schön, aber das Problem an den Haaren zu ziehen ist nicht förderlich. Und irgendwelchen Verschwörungstheorien zu glauben bringt auch nichts. Auch dass die Smart Contracts nicht mehr dieses Jahr kommen, ist wohl ein Dorn in einigen Augen. Ja, das ist ärgerlich, aber hier ein Tipp:
Helft dem Team, kündigt eure Jobs und arbeitet 20 Stunden pro Tag unbezahlt an den Smart Contracts. Ihr könnt nicht programmieren? Dann geht eurem Leben nach und seid froh, dass es Menschen da draußen gibt, die ihr Bestes tun. Sich sinnlos ohne Verbesserungsvorschläge aufzuregen und die Arbeit gelinde gesagt einfach zu reden, ist einfacher, als sich selbst hinzusetzen und an schweren Lösungen zu arbeiten. Eine kleine erfreuliche Nachricht zum Schluss. Der Soon-Token-Preis ist fast bei knapp 50 Dollar Cent. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch hier an das Team. Das war's mit dieser kleinen Folge. Man merkt deutlich, dass Urlaub in der Luft liegt und das ist auch gut so. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.